Gesellschaft zeigt, dass sie die Suppen verbringt. Ah! Horst! Sapramint! Ach, das ist ja keine Arbeit für einen Mannsbild. Wo ist denn der Ander? Wer der Ander? Der Peter. Wenn ich sag der Ander, dann meine ich alleweil den Ander, nicht? Der tut die oben stumm putzen. Na, das kann ja recht lustig werden. Also froh bin ich, wenn ich die Veronika wieder arbeiten kann. Ja, da ist uns auch nicht voll geholfen. Die kommen dir 65 Jahre an Teufel auch nicht mehr zu reißen. Ja, aber kochen kann's wenigstens. Und das andere machen wir uns sowieso selber. Ja, da werden wir schon eine Zeit lang warten müssen. Was ist, hast du die Betten schon gemacht? Freilich. Aber die Federn vom Oberbett, die liegen alle im Garten draußen. Weil ich beim Aufbeten an der Nagel hängen geblieben bin. Du, unser Radiese, bitte, schaut halt aus, als ob es die ganze noch geschneit hat. Da wird der Peter aber eine Freude haben. Ob der Freude oder nicht, das ist doch mir was. Der hätte es bloß selber machen brauchen, ne? So, wie lange muss jetzt die Veronika noch liegen bleiben? 2 Tage mindestens, hat der Doktor gesagt. Ja, was fällt dir denn eigentlich? Eine giftige Flirme hat's am Knie gestochen und jetzt müssen wir warme Umschläge machen. Am Knie? Ja, wo denn sonst? Aha. Was gibt's denn heute zu essen? Ja, Brotsuppen und Eier, das ist das Einfachste. Es darf uns gleich ein Kochbuch bestellen, wenn die so weitergeht mit der Veronika. Ja, sonst müssen wir alle Tag das Gleiche essen. Da kannst du halt auch nichts machen. Ich bin bloß neugierig, was wir machen, wenn die Veronika stirbt. Ja, mein Gott, dann muss halt ohne Veronika auch gehen. Es geht doch jetzt auch. Ja. Aber wie es geht. Und wer kocht uns den und wascht uns und fliegt? Siehst du, Pauli, ich denk halt noch oft dran, wie unsere Eltern gelebt haben. Wie sauber, dass der Hof da war. Wenn wir von der Arbeit heimgekommen sind, dann ist das Essen schon am Tisch gestanden. Und jetzt? Ah, der Peter, der hätte heiraten sollen. Der Peter, der heiratet nicht. Der hat das Gelöbnis der Keuschheit abgelegt. Ja, und du? Warum heiratest denn du nicht? Meine Frau ist noch nicht geboren. So, der Kamillentee ist fertig. Ihr Pauli, sei so gut, tragen der Veronika rein und mach ihr die Umschläge. Ja, nix. Ja, ich geh in kein jungfräuliches Gemach. Pauli, du wirst dich doch nicht vor einem alten Weib fürchten. Ein Weib ist in jedem Alter zu fürchten. Ja. Jetzt gehst du rein und machst einen schönen Krankenpfleger. Und denkst dran, dass du auch einmal so toll hin kannst. Ja, dann wärst du froh, wenn dich jemand pflegen darf. Na, also von mir aus, in Gottes Namen. O Herr, führe mich nicht in Versuchung. So, die Hausarbeit, die war wieder gemacht. Die ist schon fertig. Noch nicht ganz, wird aber nicht mehr lang dauern. Wie geht's denn der Veronika? Nicht schlechter. Mhm. Was sagt denn der Doktor? Ja, ein paar Tage muss schon noch liegen bleiben. Wo ist denn der andere? Wer der andere? Na, der Pauli, der Depp. Du, so redet man für nicht von seinem Bruder. Er schaut einmal in den Garten aus. Mein ganz Bett liegt draußen. Die ganzen Federn hat er mir auslassen. Ja, ja. Er hat mir schon gesagt, dass er beim Aufbeten an einem Nagel hängen geblieben ist. Mhm. Da hab ich nicht viel davon. Den Kerl hast du noch nicht so was brauchen können. War der Viechhandler schon da? Der Anturber? Nein, bis jetzt noch nicht. Herrschaft, Zeiten, auf den kannst du auch nicht verlassen. Da ist einer unzuverlässiger wie der andere. So, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Du sag einmal, wo soll ich nie heute Nacht schlafen, wenn die Federn von meinem Bett am Garten draußen liegen? Im fremden Zimmer drum. Du kannst nichts wie Blätter herreden, glaubst du das? Ja, ja. Was gibt's denn zu essen? Heute gibt's aber ganz was anderes. Ja, Gott sei Dank. Weil die ewige Brotsuppen und Eier hängt mir schon zum Hals raus. Was gibt's denn nachher? Der Abwechslung Eier müder Brotsuppen. Ja, wir können eh nichts anderes kochen, nicht? Es fehlt uns heute halt Frau. Gerade hast du Julian da gesagt und ich glaub, dass er sogar recht hat. Ja, das war doch gelacht. Wenn wir so die bissl Essen kochen, auch weit brauchen. Nein, nein, ist 15 Jahre so gegangen, geht er so auch. Ja, aber bis jetzt haben wir die Veronika gehabt. Aber wenn die nicht mehr ist, was tun wir denn dann? Ja, meiner muss so eine Veronika auch gehen. Natürlich. Selbstverständlich. Ich mein halt, dass am gescheitersten war, wenn einer von euch zwei heiraten wird. Ich heirate nicht, ich hab mir's geschworen.
Ich habe es zwar nicht geschworen und heirat trotzdem nicht. Heirat doch du? Natürlich. Selbstverständlich. Ich bin der Jüngste und kann infolgedessen nicht auf den Hof daher heiraten. Du, dann ist die Geschichte schon wieder erledigt. Schau, wir haben bis jetzt auch in Ruhe und Frieden gehaust. Friedlich wie Brüder. Du, das wird alles anders werden, wenn ein Weib ins Haus reinkommt. Richtig, und wenn ein Weib ins Haus kommt, dann kommen Kinder. Das ist doch klar. Natürlich. Selbstverständlich. Und dann haben wir den ganzen Tag das Kindergeschrei im Haus. Mhm. Ah, mir weißt du. Das war wenigstens mal eine Abwechslung. Bei uns ist ja so die ganzen Jahre schlimmer als wir in einem Kloster. Ich mag aber keine Kinder. Du bist doch auch einmal ein Kind gewesen. Der hat sich schon als Kleiner nicht schmecken können. Siehst, jetzt, wenn du verheiratet warst und selber Kinder hättest, dann darfst du ganz anders reden. Juliander, jetzt hältst du dein Mai, gell? Du weißt genau, was wir drei uns in Tanten versprochen haben, wie wir den Hof da übernommen haben. Beieinander bleiben, haben wir gesagt. Und wir führen den Hof so weiter und keiner soll der Herr sein. Du, das können wir aber nur machen, wenn keiner von uns drei heiratet. Weil wenn das einmal der Fall ist, dann gibt's eine Bäuerin, einen Bauern und zwei Knechte. Und nicht mehr drei Brüder. Oder die anderen zwei können in eine Bindelbacker und gehen. Und ich mag nicht, dass du oder der Pauli geht's oder Knecht seid. Nein, ich mag auch nicht, dass du und der Juliander gehen wirst oder Knecht seid. Naja, es war ja bloß so eine Meinung von mir. Und man ist ja auch bloß ein Mensch aus Fleisch und Blut. Also du hast natürlich revolutionäre Liebesgedanken. Jetzt pass mal auf, Juliander. Schau, du bist jetzt in die Jahre, da wohnen wir. Ich meine, da wohnen wir. Da. Ich hab's verspürt. Ja, ja. Und du dahinter hast es auch verspürt. Aber denk doch an das schöne Bibelwort. Und da gingen ihnen die Augen auf. Du, wenn du das so vorstellst, dann hast du nämlich gleich nur von der Ehe und ihren schrecklichen Folgen. Ja, ich will ja nicht heiraten. Ja, mir auch nicht. Ja. Ich hab doch bloß gemeint, wir könnten uns einigen, dass einer von uns heiratet, dass wir aber trotzdem alle drei auf dem Hof da bleiben könnten. Und dass eine verständige Frau auf dem Hof ist, die schaut, dass er halt nicht ganz verkommt. Da dürfen wir uns nicht jetzt schon den Kopf zerbrechen. Und mir aus. Mir kann's recht sein. Die Wege des Herrn sind wunderbar. Natürlich. Selbstverständlich. Herrin. Gut beieinand. Jetzt ist er da, der Antolle. Auf die kann man sich auch verlassen. Glaubst du, dass ich am Schammerlock bis mit da passt? Ha? Na gut, dann lass das Geschäft nächstes Mal einen anderen zukommen. Das kannst du machen. Bin nicht scharf drauf, dass ich da jetzt mal 4 Stunden auflaufe wie ein Aff. Was hast du denn zum Verkaufen? 3 Ochsen, 3 Kälbe. Aha. Heute habe ich ja schon im Stall gesehen. Gell. Was soll es denn kosten? 5.000 Mark. So viel sind es unter Brüder wert. Du, das ist ein wunderschönes Viech. Ja, das glaube ich schon. 5.000 Mark sind auch ein wunderschönes Geld. Hey. Jetzt habe ich sowieso nicht so viel dabei, aber wenn du jetzt einen Kredit gibst, dann bring ich dir in der nächsten Woche 4.000 ab. Du, 5.000 haben wir gesagt. 4.300 direkt an dich. 4.500 ist das Wenigste, sonst können wir drei nicht teilen. 4.400 im Bau. Herrschaft, seid ihr also gut 4.500 und der Flaschen Schnaps, weil ich den weiten Weg gehabt habe. Ja, aber den Schnaps, den trinken wir vier, gell, dass die auskennen. Von mir aus aber jetzt tun her den Schnaps. Seid ihr Gauner. Ja, das muss man schon sehen. Wenn man es mit lauter Gaunern zu tun hat, gell. Da schon her, Antuber. Da hast du jetzt deinen Schnaps. Ja, und jetzt kannst du uns gleich ein paar Neuigkeiten erzählen. Ja, mit den Neuigkeiten wird es nicht so weit sein, gell. Die Zeiten werden schlechter mit jedem Tag. Seid froh, dass ihr herum wohnt. Da hört's und zieht's ihr nichts von der Welt. Ja, das sind wir schon. Natürlich. Selbstverständlich. Ja, ich könnte das nicht, verstehst du? Ich könnte das nicht. Gell? Also trotzdem viel Geld und ein schöner Hof, aber ewig da herum leben wie ein Kapuziner. Ja, mir weißt nur. Wieso? Na ja, schau, man braucht da ein bisschen was für das Herz und für das Gefühl. Nicht? Aber da regt's ja bei euch überhaupt nichts. Ich hab noch nie das Verlangen danach gehabt. Ja, nicht im Geringsten. Drei Männer in den besten Jahren. Ihr wisst ja gar nicht, was das Weib im Leben der Völker bedeutet. Ohne Weib ist das Leben ja wie eine
ungesalzene Suppen. Ja, lieber eine ungesalzene, als wie eine versalzene Suppe. Also, es hätte keiner von euch Lust zu heiraten. Ja? Wie wisst ihr da nicht? Eine rassige, geltige Witfrau ist, also vom Eheleben versteht ihr auch schon ein bisschen was. Und 80.000 Mark jetzt. 80.000. Die Hasslocherin, was? Vom Urlach. Die hat ihren Hof verkauft, weil sie ihn allein nicht mehr verkauft. Und jetzt möchte sie halt irgendwo nein, heiraten. Die war genau richtig für euch. Jetzt kann er für euch da eine Schneid. Ja? Ich nicht. Ich auch nicht. Und ich schon gleich gar nicht. So kennst du doch nicht. Du kennst doch nicht weiterleben. Wer versorgt denn das Hauswesen? Ja? Jeder Pfarrer hat seine Köchin. Ja, die haben wir schon. Ja, mein Gott, jetzt ist halt die Veronika krank. Dabei fährt man schon durch, wieder, bis mit ihr geht. Ja, und wenn's nicht mehr mit ihr geht, dann schaut's blöd aus der Wäsche, gell? Also, überlegt euch das sehr gut mit der Hasslocherin. Die passt zu eurem Hof wie die Faust aufs Auge. Nicht? Also, jetzt machen wir's auch so. Jetzt bring ich's einmal vorbei, die Hasslocherin. Nicht? Und, man wird's euch die Augen schon raustreiben, gell? Und wahrscheinlich wird's sogar einen Streit geben, weil sie ein jeder heiraten möchte. Na, das glaub ich nicht. Ja, was heißt denn, die Hasslocherin kommt für uns nicht in Frage. Warum? Weil sie Geld hat. Ja, konnte ja nicht sagen, die nix hat. Die kommt ja streich nicht in Frage. Ja, was soll ich dann auch für nicht sagen? Gar keine. Oh mein Gott, ihr geht's ja wirklich blind durchs Leben. Aber euch werden die Augen schon noch mal aufgehen. Wie sagt ein altes Bibelwort? Und da gingen ihnen die Augen auf. Ja, wenn es euch bloß gerade mal aufgeht, dann geht, aber ihr seid ja drei Blindgänger, ihr geht ja blind durchs Leben, so ist nämlich. Oh, vielleicht sind wir schon verliebt. Liebe macht blind, gell? Also das wäre mein ganzes Leben, werde ich das nicht verstehen. Also jetzt wundert es mich nicht mehr, wenn die da unten im Dorf zu euch sagen, die Jünglingsbauern. Was? Sind wir vielleicht nur Jünglinge in dem Alter? Ich schon? Ja, ich schon, ja. Ach, du bist dir deiner Sache nicht ganz sicher, ha, da hinten? Du räudige Schaf! Er verweigert die Aussage. Die im Dorf drunten können reden, was sie mögen. Wir tun das, was uns passt. Wir lassen uns keine Vorschriften machen. Ja, also ich sag's euch. Auf einen Hof wie den eurigen, da gehört unbedingt eine Bäuerin her. Ja, mein Lieber, was die ist? Du, um das, da kommen unsere ganzen Ochsen gehalten. Du darfst das doch nicht sehen. Schau, das geht alles zugrunde. Aber wenn eine Bäuerin da ist, dann habt ihr eure Ordnung, dann habt ihr euer geregeltes Leben. Ja, das haben wir ja so. Wir haben Veronika. Jetzt hör mal doch mit deiner Veronika auf. Die hört nichts mehr, die sieht nichts mehr. Und irgendwann hat sie es über den Stangl. Die Veronika, bei der musst du jeden Tag Angst haben, dass du in drei Tagen auf gleich gehen musst. Du gehst mir in drei Tagen auf gleich. Du sauarmig, du Gottloscher! Die Gefälligkeit mach ich dir nicht, dass du da andere auf den Hof reinkuppeln kannst. Ja, tu mir doch, du ja die Buben nicht verführen. Du Judas, du Hinterkünftiger! Veronika, du sollst doch liegen bleiben, hat der Doktor gesagt. Mit einem Flirnstich am Knie konnte ich schwimmen. Geht bei sowas Leid, sie haben doch nicht im Bett. Hat mir schon graus, wie ich dem seine Stimme gehört hab. Hat er gleich gedacht, dass ich dir wieder einen Kuppelbeiz verdienen will. Der Teufel, der Würste! Also bei dir wär's auch gescheiter gewesen, wenn dich die Fliegen aufs Maul gestohlen hätten. Wir brauchen keine Bäuerin, solange ich lebe. Und ich? Ich lebe noch lang, das merkst du. Das glaub ich, weil die lässt der Bosse nicht sterben. Du deine Viecher verhandeln und lass die Weiber in Ruhe. Ich lasse die Weiber in Ruhe. Aber die Mannspüler möchtest du den Schuhflick nicht hetzen. Au, mein Fuß. Ja, schau, du musst deinem Doktor auch folgen und liegen bleiben. Oh, es ist schon 30, gell, wenn man das einzige Weib ist auf dem Hof und man muss die Arbeit vom Bett aus anschauen. Buam. Gebt sich ja nichts auf den seine Ratschläge. Das ist ein ganzer Feiner. Der ist wie die Schlange im Paradies. Die hat auch so lange keine Ruhe nicht gegeben, bis der Adam den Apfel gefressen hat. Und dann war der Frieden beim Teufel. Du tätst dich für eine Schlange viel besser eignen als wir ich. Gell? Du halt doch dein Mann, du Gauner!
Party wie ein zweischneidiges Schwert. Ja, ja, die Veronika war immer schon eine Scharfe. Die haben uns immer als Vorbild genommen, weißt du? Dann ist uns der Appetit aufs Harten vergangen. Und jetzt seid ihr alle unterm Pantoffel, gell? Na, schau, die Veronika hat uns drei aufgezogen. Und jetzt fühlt sie sich schon mehr als Mutter als als Hausälterin. Also, wie ist jetzt, das dürfen die jetzt die Haslocherin einmal so im Vorbeigehen bei euch reinschauen lassen? Reinschauen kannst du es ja mal lassen. Aber rausschauen wäre bei deiner ganzen Geschichte nichts. Ja, das darfst du nicht so sehen. Jetzt müsst ihr es euch erst einmal genau anschauen. So? Wie genau müssen wir uns den anschauen, Antwerper? Das ist eure Sache, da will ich mich nicht nehmen. Wie alt ist denn eigentlich die Haslocherin? Ende 30. Ja. Ist sie sauber? Ist ganz klar. So, und was hat's denn für ihr Haar? Blonde. Und Zepfatz. Wie mein Arm. Sapramenza, das war jetzt gerade so mein Typ, gell? Du wärst doch nicht. Halt einmal. Sag mal, hast du für die Haslocherin mit ihren armdicken Zöpfen noch mehrere Hochzeiten? Ja. Mindestens ein Dutzend. Ja, dann gibst du so eine von denen, gell? Wir bleiben ledig, gell, Peter? Natürlich. Selbstverständlich. Das heißt, der Schutz war solche Bauernstoffel, zwei solche Mistigen. Mhm. Also wirklich, bei euch ist schade um jedes Wort. Macht ein kleines Kloster aus euren Bauernhof. Hm? Nein, also passt auf, jetzt machen wir es so. Ich komme jetzt mit der Haslocherin halt einmal vorbei und dann schaut es euch an und dann werdet ihr sehen, was das für ein rassiges, sauberes Weiberz ist. Die hat mal aber ein Holz vor den Rücken, gell? Aber ihr müsst es halt natürlich auch wieder herrichten, gell? Waschen, rasieren, kampen. Sonst nichts mehr. Du, wir lassen uns nicht wegen dem Weib waschen und rasieren und kampen. Macht aber einen guten Eindruck. Ja, wir wollen ja gar keinen guten Eindruck machen. Ja, da steigt mal auf den Buckel auf. Herrschaft, zeigt noch einmal. Also, die Ochsen und die Kalbin, die lasse ich morgen abholen. Und wir sind fertig miteinander, gell? Und das merkt euch. Abkaufen tue ich euch nichts mehr. Dann frisst man es selber. Ja, das tut's. Mein Gott, sind das Stirnwahnsinnige. Also, das ist schade, dass du das Maul aufmachst bei denen. Fährt euch. Ja, fährt euch. Die nächste Woche komme ich noch einmal mit der Haslocherin vorbei. Da können wir ja reden und wir werden uns schon einig werden, da bin ich mir ganz sicher. Gell? Und in einem Jahr wird da herum eine Bäuerin sein. Da mache ich eine Ehre mit. Servus, Bernhard. Ja, für dich. Du, der lasst nicht aus mit seiner Witfrau. Ja, und gerade auf uns hat er's abgesehen, gell? Wer sehen, der kommt die nächste Woche mit dieser Haslocherin vorbei. Ist es schon um die Arbeit, die er sich da unnötig? No. Ist er endlich gegangen? Ja. Aber er kommt in der nächsten Woche wieder auf mit unserer Hochzeiterin. Dummes Gerät. Ja, wir essen, ist gescheiter. Ja, wir essen. Du hast doch im Antwerpen keine Hoffnungen gemacht haben, dass er die Haslocherin bei uns unterbringt. Tu dich nicht kümmern, Juliander. Du brauchst nicht heiraten. Wir sorgen schon für dich und unser Wohl und Wehe. Natürlich. Selbstverständlich. Wer hat denn die Eier gekocht? Ich. Die sind ja hart. Du weißt doch genau, dass ich keine harten Eier nicht mag. Das ist jetzt gut. Jetzt habe ich es eine Stunde lang kochen lassen, gell? Ja, ich kann doch auch nichts dafür, dass die nicht weich werden. Na, von dir haben wir noch nie was verlangen können. Oh, ein Wetter kommt. Da schau her, mein Lieber, das kommt aber gar nicht auf uns zu. Ganz schwebig, gell? Wegen es drinnen, gell? Peter! Was merkst du denn? Da schreit vor ein kleines Kind! Na, du spinnst ja. Ich glaub, du fantasierst du drauf. Veronika! Bist du schlecht? Nein, mir ist gut. Ihr habt sie mir das Kinderschrott erklärt.
Na? Ah, dann weiß ich nicht. Ich hab's ganz deutlich gehört. Ja, da wärst du schon geträumt haben. Okay. Wenn ich noch keine Zeit gemacht hab. Jetzt schlafst. Bis morgen wird's ja dann schon wieder besser. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaft schon. Du. Also, ich glaube, wir dürfen für die Veronika noch mehr einen Doktor holen. Die fiebert ja. Sonst kommst du nicht auf den Gedanken mit dem Kindergeschrei. Ja, muss. Hol die Leute, wollten sie leicht was ein. Mein Lieber, das wäre ein scharfes Wetter, gell, das auf uns herkommt, gell? Wenn's nur nicht hagelt. Ja, vielleicht verzirkt sie sich auch wieder. Na, schaut nicht so aus, gell? Ja, was war das, das? Das hat sich gerade so angehört, als wenn ein kleines Kind schreit. Ah, was? Am Ende ist es eine Katz. Ja. Vielleicht hat die Veronika doch recht gehört. Hm? Mein Lieber, das ist aber spaßig, hä? Ja, wenn da kein kleines Kind da herum haben, ich laufe die auf und davor. Ich wollte mal da rein, damit man was hört. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Ich schau gleich mal nach, was das ist. Ja, schau mal. Ich glaube, dass die Veronika uns drei angestellt hat mit ihrer Fantasie. Dann haben wir uns höchstens jetzt getäuscht. Gut, dann haben wir uns halt einmal getäuscht. Irren ist menschlich. Da! Schaut's einmal her! Was, ja, was hast du denn da? Ein kleines Kind! Was? Ja, wo ist denn das gelegen? Der Mutter Gottes Nischen neben der Haustür ist gelegen. Gerade zu Füßen der Mutter Gottes. Ja, wie's Jesuskindl. Ja, dann haben wir es ja doch richtig gehört. Mei, ist das ein liebes Kind. Ja. Schaut's mal, du spickschwarze Augen hast. Schaut's, hat's gelacht, wie's mich gesehen hat. Ein kleines Kind lacht immer, wenn's was blöd sieht. Ja, wie heißt denn du? Oh Gott, wie heißt denn du? Siehst doch, dass das Kind noch nicht reden kann, nicht? Ja, was ist jetzt mit dir? Ja, warum gehst du nicht außer Haus? Grad vorhin hast du gesagt, wenn ein kleines Kind im Haus ist, bin ich der Erste, der auf und davon geht. Ja, das ist doch jetzt ganz was anderes. Schau mal dir das arme Haschel bloß an. Mein Gott, schau doch. Ja, wie kommst du denn zu uns daher? Ach, was fragst du denn das Kind, wie sie nicht reden kann? Ja. Schaut's mal, da ist ein Brief. Ja, lies, lies. Barmherzige Menschen. Die Not und das Elend zwingen mich, meinen Buben auszusetzen. Zu Füßen der heiligen Mutter Gottes habe ich ihn gelegt und bitte um barmherzige Aufnahme. Gottes Segen über euch. Das ist ja Herr, also der Bub ist ein Gnabe, gell? Ja. So was Schlechtes von einer Mutter. Ein Kind einfach aussitzen. Ja, du, das Bierball, das bleibt doch jetzt ein ganzes Leben lang ein Dings. Na, was hat man jetzt da? Ein Findelkind. Peter, merkt er das eine. Wenn jemand wo ein Kindl findet, so heißt man, es ein Findelkind. Mein Schneider schüttelt ja. Was warst du denn? Ja, Hunger wird er haben. Wer weiß denn, wie lange das Bierball schon draußen liegt? Ja, was magst denn du? Ein Schweinsbrot mit Kartoffelsalat wird er nicht mal. Also, ich hab noch nie ein kleines Kind aufgezogen. Aber das weiß ich, dass man kleine Kinder eine Mille gibt. Amelie! Ja, aber jetzt ist mal ein bisschen warm machen. Ja, freilich. Da, schau, Herr Bierbemei, du musst natürlich schon ein bisschen entschuldigen, gell? Aber wir waren wirklich nicht vorbereitet auf dich. Ja, wir müssen jetzt die Mille mit dem Lift da reingehen. Also, ja, probiert es aber vorher, dass es nicht zu heiß ist. Warte mal. Na, probierst du. Ja. Ja, gut. Du musst dir schon gehen. Ja, aber es ist mein Julian. Probier du. Ja, die kannst du ihm schon geben. Komm, ich sie ihm geben. So, meine. Gar nicht mehr da warten können. Jetzt kannst du mal richtig mal umapfen, gell? Ja. Und jetzt? Und? Nom. Nom. Du, den schmeckt's vielleicht. Da darf man morgen gleich wieder ein paar Liter Milch herrichten, ja, gell? Jetzt unten nochmal aufmachen. Auch einmal aufmachen. Jetzt mag ich nichts mehr. Was hat denn? Ja, was merkst du denn? Das wissen wir schon. Bei uns heraus, die raus. Was sagst du? Wo ist? Da. Jesus, Maria Josef,
Jesus, Maria Josef! Ja, wie kommt denn das Kind da zu uns her? Ausgesetzt hat's eine. In der Mutter Gottes Nischen ist dringlich. Marant Josef, ja, so was schlägt von einer Mutter. Ja, aber was wollt ihr jetzt mit dem Kind dort? Nein, das können wir nicht behalten. Ja, nicht gut, weil wir ja keine Ernährungsmöglichkeiten haben, nicht? Wir drei, wir können nicht stillen. Ja, bei dir schaut's auch schon hübsch traurig aus. Ja, also was, tun wir nachher jetzt? Ja, trotzdem doch nunter morgen zum Herrn Pfarrer. Der wird schon dafür sorgen, gell? Traurig nur von einer Mutter, dass ihr Kind hergibt, gell? Aber da können doch mir nicht krank sein dafür, oder? Du hättest eigentlich eine barmherzige Schwester werden sollen. Hättest geheiratet, dann hättest jetzt jemand zum Kinderaufziehen. Ich bin nicht die geeignete Person dazu. Der Herr Pfarrer, der wird dann schon jemand finden im Dorf, der mehr Zeit hat als wie mir. Gute Nacht, Bernhard. Gute Nacht. Also, die Veronika, die soll sich bloß nicht so aufregen. Vorläufig, da bleibt der Bub einmal da. Ach, da schon her. Unser Jüngster. Er fühlt sich schon als Vater verpflichtet. Ich hab ihn gefunden. Infolgedessen hab ich ihn zum Bestimmen und nicht die Veronika. Eha. Du, da sind wir zwar auch noch da, gell? Jawohl, wir sind drei Brüder. Folgedessen wird dieser Fund geteilt, gell? Also, was machen wir? Also, das Gescheiteste wird sein, ich geh morgen zu meinem Pfarrer runter und verzeih ihm die ganze Geschichte. Aha. Der wird dann schon einen Ausweg finden. Wenn jetzt wir den Buben behalten könnten. Können wir nicht. Ja, ganz ausgeschlossen. Wenn wir ihn behalten könnten, dann. Was dann? Dann müsste der Bub Juliander heißen. Nein, Pauli. Nein, Peter. Also pass auf, Peter. Wenn du morgen zum Herrn Pfarrer gehst, dann sagst du ihm, dass wir den Buben auf den Namen Juliander, Pauli und Peter taufen lassen. Wir drei machen die Taufpaten und werden dafür sorgen, dass der Bub richtig und bei anständige Leid erzogen wird. Ist euch so recht? Natürlich, selbstverständlich. Was soll ich denn zu der Kartoffelsuppe dazu kochen? Nix! Sei froh, dass du die fertig gebracht hast! Ja, da bin ich schon froh, wie sie gerade schon wieder gegessen haben. Du, was geben wir denn den Kleinen, wenn der aufwacht, der wird doch keinen Hunger haben? Mei, muss kalt sterben! Aha. Wie macht man denn das? Dann nimmst du ein bisschen Mehl, ein Mei und einen Zucker und verkochst alles miteinander. Aha. Wie lange muss das kochen? Eine Viertelstunde und aha, eine Viertelstunde in der Ruhe. Also was hast du gesagt? Was ist das? Ein wenig Zucker? Oh, das ist jetzt aber eine Gruppe, gell? So, jetzt haben wir ein bisschen Mehl rein. So. Ich hab Bier, weil, weißt du, wenn wir auch keine Gebrauchsanweisung in der Kindererziehung haben, deswegen lassen wir die nicht verhungern, gell? So, halt einmal. Gehen wir still spazieren. Komm schon. Schlaf, Kindlein, schlaf. Dein Vater ist ein Schaf. Warum hat denn der Bäder das Kind nicht heute früh mitunterkommen zum Herrn Pfarrer? Weil ihm der Weg zweit war und weil er mit dem Kind was passiert war. Schlaf. Ich glaube, kein Vater, ihr habt die Absicht, das Kind gar nicht mehr herzugeben. Das geht dir wieder gar nicht so, das ist unsere Sache. Ja, sag einmal, ja, spitzt dich du her. Ja, wie schaust denn du aus, Veronika? Wann tust du dich noch mal wieder waschen, hä? Ja, wenn man nicht arbeitet, dann wird man auch nicht voll dreht. Jesus, wie schaust denn da überall hinaus? Nein. Wenn ich nur ein bisschen stehen konnte, aber da verflixt die Hexen. Drei Mannsbilder haben wir im Haus, gell? Und jeder steigt so, als wäre ein Tanzbär. Ich verlasse mich ganz auf den Herrn Pfarrer. Der wird schon dafür sorgen, dass alles gut ist. Hier ist die Hauptsache, dass du mal wieder deine Ruhe hast, gell? Ja, pssst, halt einmal. Her, gib mir her.
Vielleicht braucht der Trockenlenkin ja, hier Bier bei Kim. Schwitzt ein bisschen, der Bub, gell? Ja, weil du die Augen zu machen, gell, wenn du die Buben auspackelst. Der Bub ist männlichen Geschlechts und du bist eine Jungfer, gell? Schäm dich doch! Ja. Du schiercher Teufel, du schiercher! Ja. So, jetzt bin ich wirklich neugierig, wann aus dem Mus ein Mus wird. Ja, no, was macht unser Kleiner? Veronika, wie du denn da Trockenlenk schon hin? Du, das müssen wir auch noch lernen. Dann sind wir nicht immer auf andere angewiesen. Ja, ja. Du, dass der Peter noch nicht da ist. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht hat er den Herrn Pfarrer gar nicht angetroffen, nicht? Oder es muss ganz was Besonderes sein. Irgendwas muss schon los sein. Na, Bierbein, wie gefällt's dir denn bei uns herum? Ja, ja. Scheinbar ganz gut gesagt, hat er wenigstens noch nichts, dass er nicht gefällt. Ja. Also, noch viel mehr fragt kein Mensch, gell? Zuerst kommt immer gleich der neue Herrgott. Ja, du wirst doch nicht auf den Kleinen eifersüchtig sein. Nein, das nicht, aber wenn man krank ist, dann passt dem halt viel nicht. Mein, gestern hab ich mich geärgert. Ja, ja, weil du gemeint hast, einer von uns drei fällt auf den Antur, was heute ums Gerät rein und heiratet die Haslocherin. Ja, ja, über den hab ich mich am meisten geärgert. Hast du nicht ärgern brauchen, denn wir heiraten weder die Haslocherin noch eine andere. Ja. Und was ist mit dem Kind da? Das kommt in eine anständige Pflege. So haben wir es gestern ausgemacht. Ja, ja, dann bin ich schon zufrieden. Oh, es war mir schon hart gewesen, dass ich wegen einer neuen Hauserin vielleicht da vom Hof hätte gehen müssen, wo ich schon 45 Jahre bin. Ja, 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 ja. Unser Herrgott weiß schon, was er tut. Ja, ja. Bei dir hat er es nicht gewusst. So. Sie ist eingeschlafen, Balli. Mhm. Sag einmal. Was? Hast du da einen Kuchen gebaut? Aber Kuchen wird das sein. Das muss für den Kleinen da. Was? Ja. Das schaut ja aus wie ein Kugelhupf. Ja. Grüß euch. Ja, der Peter ist da. Ja, und? Peter. Hast du was ausgekriegt beim Herrn Pfarrer? Ja, 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 ja. Ja, ja. Jetzt sitzt du gleich hin und fangst reden noch. Ja, ja, jetzt hast du ja nur gerade Zeit. So wird es ja nicht pressieren. Ja, aber du siehst bei schon, gell, dass man mit Schmerzen auf dich warten. Ja, ja, ja. Und? Ja. Also, was hat denn der Herr Pfarrer für einen guten Rat gegeben? Den da. No? Hat sich jetzt Red verschlungen? Oder seid ihr von Geburt an stumm? Grüß Gott. Wer bist denn du? Ich bin der gute Rat vom Herrn Pfarrer. Aber der gute Rat, meine, der kommt uns daher. Ja, und du? Hast du kein Grüß Gott für mich? Geh, gib mir doch einmal die Hand. So ist recht. Ich hoffe, dass wir recht gut Freund werden. Wer von euch ist denn der Bauer? Wir alle drei. So, ja, hoffentlich ist er recht, dass mir dein Bruder in den Dienst genommen hat. Ja, schon. Ich möchte bei unter euch Brüder keinen Streit mehr bringen. Wenn, dann müsst ihr wieder gehen. Obwohl es mir jetzt schon recht gut gefällt da herum. Ja, und ihr sollt mit mir noch recht zufrieden sein. Wo ist denn meine Kammer? Da. Ja, dann habe ich schon recht. Ich möchte mich noch umziehen, dass ich noch ein bisschen was arbeiten kann. Jesus, die Hauptsache hätte ich jetzt bald vergessen. Wo ist denn das kleine Bierwall? Da. Oh mein Gott, da hinten liegt er. Jesus, ist das aber ein netter Kerl. Ja, und so brav, wie er schlaft, ha? Ja, den nehme ich ja jetzt gleich mit in meine Kammer. Und wenn er aufwacht, ja, dann tun wir baden und frisch anziehen. Geh, mein Schnuckeli. Ja, jetzt geh weiter. Jetzt geh meine da. Ja. Ja, was sagst du jetzt da? Dass wir vergessen haben, das Kind zu baden. Peter, wie kommst du denn auf sowas? Ich? Der Herr Pfarrer ist da draufgekommen. Wieso denn der Herr Pfarrer? Wie ich ihm die Geschichte von dem Bierwall verzeiht hab. Ach, und da hat er keinen anderen Rat gewusst. Das ist der Beste, hat er gesagt. Erzähl halt einmal, wie es war. Ja. Also, ich hab dem Herrn Pfarrer verzeiht, wie wir drei das Bierwall gefunden haben und dass wir es jetzt nicht behalten können, weil wir doch drei jung gesehen sind. Ja, zeitlang hat er da gar nichts gesagt. Und auf einmal sagt er, es ist schön von euch Haldenäckern. Und es freut mich, dass gerade ihr drei euch um das Bierwall so besorgt habt. Aber wo soll ich das Kindl in Pflege hingeben? Bei uns im Dorf wird's schwer gehen. Und drum gebe ich dir den guten Rat, Haldenäcker.
Polz, das Kind. Na ja, ihr seid reich, habt einen großen Hof, der das Bier leicht noch miternähren kann. Ja, und was das Aufziehen anbelangt, da stellt sich halt in Gottes Namen eine junge Magd ein. Euer Hofer tragt schon nur einen Dienstboten. Ja, ich kenne da zufällig ein junges, anständiges Mädel, das schon lange einen Dienstplatz sucht. Und die nimmst du mit und ihr habt ein doppelt gutes Werk getan. Ja, wir sind dann gleich zu dem Mädel hingegangen. Und dann haben wir ein Beutel Kindswasch gekauft und was man jetzt sonst noch so braucht. Das Mädel hat ja gleich ja gesagt, gell? Und bis ich mich halber besonnen hab, hab ich mit dem Mädel schon den halben Weg zu uns rauf zurückgekommen. Übrigens, der Herr Pfarrer lässt bei das Bierwald taufen, gell? Ja. Auf unseren Namen. Juliander, Pauli und Peters wieder heißen. Euch ist doch recht so. Natürlich. Selbstverständlich. Ja, ja, jetzt schaut doch grad, was ich schon alles eingekauft hab für den neuen halben Ecker. Ja, da schaut doch einmal her, was ich schon alles eingekauft hab. Ja, so wegen der neuen Magd. Ja. Für die sind wir alle drei die Herren. Wir reden nur das Notwendigste, geben uns weiter nicht ab. Dann kommen wir in keinen falschen Verdacht. Toll, und in keine eventuelle Versuchung. Soll das vielleicht auf mich gehen? Na, auf uns drei. Ja, was ist denn? Ja. Hab ich nicht gerade am Peter sei still? Ja, Peter. Ja, grüß dich Gott. Na und? Was hast du denn ausgerichtet beim Herrn Pfarrer? Ja, was ist denn das? Was ist denn das? Um Gottes Willen? Ja, das soll doch nicht heißen, dass wir das Kind da behalten sollen. Jawohl, das soll's heißen. Ja, wer ist denn auf die verrückte Idee gekommen? Der Herr Pfarrer. Ja. Ich glaub, der Gott, es freut dich noch, he? Ja, wir freuen uns alle drei. Ja, 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 ja. Ja, wer soll denn das Kind aufziehen, he? Ja, ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, ich erst recht nicht. Und ich schon gleich gar nicht. Also, ja, hast du den Herrn Pfarrer denn nicht gesagt, dass das nicht geht? Freilich hab ich's ihm gesagt. Aber dann hat er mir den guten Rat gegeben. Ja, das ist freilich ein sauberer, guter Rat. Das ist er auch. Also, meiner Schätzung nach so, ja, 25 Jahre. Wer? Der gute Rat von Herrn Pfarrer. Ja, das verstehe ich nicht. Ja, tu dich nicht kümmern. Der Herr Pfarrer hat schon verstanden. Aber das hat er nicht verstanden, gell? Dass so ein kleines Kind Tag und Nacht eine Pflege braucht. Und dass das bei uns nicht geht. Weil wir doch da heroben so beschränkt sind. Ja, da vielleicht, gell? Okay. Der Herr Pfarrer ist auch bloß ein Mannsbild, der hinten und vorn von der Kinderaufziehung nichts versteht. So, jetzt bin ich hergerichtet zum Arbeiten. Ja, was ist denn das? Ja, was ist denn das? Ja, wie kommt denn die zu uns daher? Der Peter hat's gebracht. Ist das vielleicht der gute Rat vom Herrn Pfarrer? Den hätte auch was besser sein von Kindern. Grüß dich gut. Bist du die Haushälterin? Bis jetzt bin ich wenigstens gewesen. Ich bin die neue Kindsmagd. Und ich glaube, jetzt werden uns schon vertrauen. Das glaube ich wieder weniger. Ich bin schon mit anderen ausgekommen. So, jetzt muss ich aber einen Musel kochen. Bauer, wo ist denn bei euch Mehl, Zucker und eine Milli? Ja, da musst du schon Veronika fragen. Die sollst du selber suchen. Ich hab das auch suchen müssen, wenn ich da hergekommen bin. Also extra freundlich bist du ja gerade nicht. Das ist meine Sache. Wurm, seid standhaft. Der Herr Pfarrer hat euch einen schlechten guten Rat gegeben. Mehr sage ich nicht. Ja, ja. Einen schlechten. Also, das muss ich schon sagen. Recht freundlich ist mein Einstand bei euch da herum gerade nicht. Nein, du musst doch halt denken, dass das für uns was Ungewohntes ist. 20 Jahre hausen wir vier da herum und jetzt auf einmal kommt über Nacht ein kleines Kind und eine neue Magd. Ja, und ein bisschen Weibscheu seid's auch. Oha, wer sagt denn das? Das ganze Dorf drunten sagt's. Aber von mir braucht ihr ja keine Angst haben. Ich versorge euch das Hauswesen wie eine Schwester und das Kindl, das versorge ich euch wie eine Mutter. Ich meine, es ist gescheiter, wir werden essen. Ja, dann wieder mal essen. Halt! Das ist jetzt meine Arbeit. Heute, von heute ab, mach ich das.
hat denn die gekocht? Ich? Ja, weil ihm die Veronika gesagt hat, was er alles nehmen muss. Neid habe ich. Morgen um die Zeit schaut da herum schon alles ganz anders aus. Ja, die Stumm wird sauber putzt. Ja, und überhaupt muss da noch vieles anders werden. Was soll da anders werden? Ihr drei. Wieso? Sollen wir vielleicht auch putzt werden? Nein, das nicht, aber... Was aber? Ja, ihr seid doch drei saubere Mannsbilder. Reiche Bauern. Und schaut's aus wie ein Holzknecht. Ja, nicht frisiert und nicht rasiert. Nein, wenn man den ganzen Tag arbeitet, dann hat man zu sowas keine Zeit. Nein. Zu sowas hat man immer Zeit. Zu einem sauberen Bauernhof gehört ein sauberer Bauer. Natürlich. Selbstverständlich. Jesus, ich weiß ja noch nicht einmal, wie ihr drei heißt. Ja, ich kann doch nicht zu einem jeden Bauer sagen. Ja, also ich bin jetzt der Pauli, das ist der Peter und das ist der Juliander. Ach, du bist also der Juliander? Ah, nachher bist du der Pauli und du bist der Peter. Nein, ich bin der Pauli, das ist der Peter und das ist der andere. Also, jetzt weiß es. So redet sie doch gleich viel leichter. So, ich bring jetzt der Veronika rein. Sonst verhungert uns ja noch die gute Haut. Ja, mit der Haut, da kannst du recht haben. Aber gut, das kannst du weglassen. Ja, mei, sie ist halt alt. Und all die Leute sind halt einmal ein bisschen grantig. Ja, ja. Aber lasst es mich noch machen. Die stimme ich auch noch um. So, die ist gut. Ich verlange auf einmal, wir sollen es da rasieren und waschen und kampeln. Also, in einer Beziehung hat schon recht. Besonders schön sind wir nicht. Du ändern der uns mehr wie der da drin nicht. Ja, ein Hof, den kannst du von mir aus putzen. Aber uns drei nicht mehr. Ja. Und wenn sie es jetzt schon geschafft gemacht, dann ist es gleich wieder draußen. Aber so schnell wie möglich ist die draußen, mein Lieber. Ich sag, oh, mein Lieber. Oh, Horschnein darf ich auch mal wieder, gell? Wo ist denn eigentlich unser Rasiermesser? Mhm. Ich glaube ja gar nicht, dass ihr euch wie der da drin Ski machen wollt. Ja? Nein. Es ist die kaum ein paar Stunden da. Jetzt fallen die zwei schon wie zwei dressierte Hunde, glaubst du das? Du, warum tust du dich du auf einmal frisieren? Ha? Weil mir die Haare ins Gesicht reingehängt sind. Natürlich. Selbstverständlich. Da wird so nicht denken, dass ich so blödsinnig bin und werde mich wegen der da drin schön machen. Nein. Und wir lassen uns doch ein süßes Lachen nicht kommentieren. Also, wie man sich über sowas bloß aufregen kann. Da regen uns wir gar nicht auf. Wenn es ihr nicht passt, kann es wieder gehen. So, die Veronika hat jetzt gegessen. Jetzt kommt als letztes der jüngste Haltnecker dran. War die Veronika recht grantig? Nein. Sie ist jetzt schon ein bisschen zutraulicher. Später mache ich dann noch einen Umschlag mit Kamillentee. Und in ein paar Tagen ist wieder Pumperl gesund und reizfidel. Ja, und die Benzerei, die geht wieder los, von der Früh bis in die Nacht. Nein. Brauchst keine Angst haben, Pauli. Dafür bin ich recht lustig. Ja. Dann gleicht sich die Geschichte wieder aus. Gell, Pauli? Ja. 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 Ja, und der Peter, der ist immer so grantig und macht so ein finsteres Gesicht. Nur viel schlimmer wäre die Veronika. Und die ist doch schon alt. Ich war immer schon so und ich bleibe auch so. Okay, das glaube ich nicht. Später, wenn wir mal alle zusammengewohnt sind und unser Kind ist schon größer und wir sitzen alle recht lustig beieinander und dann uns lustige Geschichten erzählen, dann wird der Peter auch lachen. Meinst du nicht auch? Kann schon sein. Ach, dann sind wir eine recht lustige Familie. Drei Brüder, eine Schwester und eine Mutter fürs Kindl. Gell, Peter? Was schaust du mich denn jetzt so an, Juliander? Weil der alles so flink von der Hand geht. Okay, bist du bei der Arbeit nicht flink? Nein, bei uns gibt's keine Schang bei der Arbeit. Wir sind bloß drei Mannsbilder und der Hof, der ist halt ein bisschen groß. Ja, das habe ich gesehen. Und gewundert habe ich mich auch, dass man zu viert und so einen großen Bauernhof erhalten kann. Ja, bis jetzt ist ganz gut gegangen. Und wenn die Birbel nicht gekommen wären, dann hätte ich den Hof wohl nie gesehen. Kann schon sein. Ist euch eigentlich nie langweilig da herum? Wenn man den ganzen Tag von in der Früh bis auf die Nacht arbeitet, dann spürt man keine Langeweile. Ins Dorf kommt's wohl nie runter. Nur wenn wir was brauchen. Und da muss halt der runtergehen, der gerade Zeit hat.
Gell, so die hab ich aber noch nie gesehen drunter. Ich bin ja schon ein ganzes Jahr lang nicht mehr runtergekommen. Aber auf Kirchweih. Ja, da gehen wir alle miteinander runter. Du, der Peter, der Pauli und ich. Magst? Mir ist gleich. Das machen auch wir tanzen mit mir auf Kirchweih? Kann schon sein. Meinst, dass der Peter und der Pauli auch mit mir tanzen taten? Kann schon sein. Oh mei, da wirst du dann schauen, wie schön das Leben ist. Und wir gern, dass wir die ganze Woche arbeiten, wie wir am Sonntag lustig sein können. So, mein Musel ist jetzt fertig. Jetzt muss ich zu unserem Jüngsten rein, der braucht auch eine Unterhaltung. Juliander, mach halt kein so ein finsteres Gesicht. Das passt dir gar nicht. Wo ist denn das Rasiermesser hingekommen? Hat aber trocknet er mir der ganze Vormai, hast du gehört? Sagt schon, warum haben die den nicht gebracht? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Schwächling! Das hätte ich von dir nicht geglaubt, dass du so ein hinterkünftiger Heimatrechtler bist, der sich hinter unseren Rücken heimlich rasiert, nur damit du von dir da schön dastehst. Ja, und du nachher? Wolltest du vielleicht nicht rasieren, hä? Du Bruder, du ganz, du Feiner. Ich hab das Rasieren schon längst im Sinn gehabt, aber bei dir sind das revolutionäre Liebesgedanken. Aber bitte, du kannst sie heiraten, ich lasse dir den Fall. Red nicht so dumm daher. Ich denke genauso wenig ans Heiraten wie du. Du weißt doch gar nicht, ob wir uns heiraten. Denk! Okay. Jetzt hat's es aber rausgerissen, du Duckmauser. Nix hat's mir rausgerissen, aber du hast dich verraten. Oder willst du denn auf einmal rasieren? Auf einmal rasieren? Mhm. Ein Zufall war jetzt das. Ob dass du deinen Tropfen in dein Gesicht drin hast oder nicht, deswegen machst du sowieso keine Eroberung da drin. Aber du. Ich stell keine Ansprüche. Ja, warum hast du ihn auch nicht rasiert? Ja, weil ich das Rasiermesser nicht finde. Ich möchte bloß wissen, wo das schon wieder hingekommen ist. Vielleicht hat's der Juliander. Glaubst du, dass sie dir heimlich rasiert? Kann leicht sein. Es war gemein von ihr. Was war gemein? Ja, wenn der Juliander sozusagen im Trüben fischen darf, nicht? Ja, das war ein Treuebruch, weil Peter, das... Tust du nur rasieren? Nein, damit du nicht glaubst, ich mag's wegen derer da drin. Jawohl, damit du glaubst, ich mag's auch nicht wegen derer da drin, Peter, mir zwei. Wir bleiben die Alten. Natürlich! Selbstverständlich! Warte, wir müssen nämlich als gutes Beispiel vorangehen, gell? Ja. Als Bauern oder als Herren. Ja, ja. Und nicht als Kindelschlürf. Ja, die nicht gleich laufen und springen, wenn sie so ein junger Weiberkindel sehen. Ja, ja, ja. Jetzt hat die ganze Familie gegessen. Ja, da herinter muss auch noch ein bisschen Ordnung gemacht werden. Und so kommt eins nach dem anderen. Bis der Hof ausschaut wie ein Schmuckkastel. Oh, bitteschön. Wer holt mir denn einen Eimer voll Wasser? Aber was? Hol du das Wasser, du warst immer schon gut im Wasser holen. Ja, ja. Natürlich. Selbstverständlich. Rümpfig. Das ist aber jetzt nett von Peter, dass er mir das Wasser holt, wo er doch eigentlich der Bauer ist. Ja, ja, der war eigentlich immer sehr galant zu den Weiberleuten. Ja, ja. Okay. Ja. Also das hätte ich mir jetzt nicht gedacht von ihm. Er macht doch so einen guten Eindruck. Wie sagt er? Das ist ein Duckmauser. So? Ja. Warum hat er den nicht geheiratet? Weil er die englische Krankheit hat. Was? Na ja, und da putzt er sich ein. Er passt zu keinem Mädel, weil er immer so streitsüchtig ist. Ne? Erkennst du was Dummes? Ja. Wenn er liebe Frau gräbt, dann darf er gewiss nicht streiten. Ja, ich weiß es bei dem nicht. Ich danke dir recht schön. Morgen mache ich mir dann schon alles selber. Weißt du, heute bin ich halt noch ein bisschen dreht auf dem Hof da. Ah, jetzt brauche ich nur ein paar Scheitel Holz. Oh. Ah, Holz? Ja, der Pauli, hol du das Holz. Warte, du bist doch früher auch immer gekriegt, wenn der Jungs Madel was angeschafft hat. Du gemeiner Kerl, du gemeiner. Jetzt war es jetzt aber wirklich.
wirklich recht gefährlich. Na ja, der Peter ist ein ganz ein Gefährlicher. Den kannst du mitten in der Nacht aufwecken, dann läuft er dir Kilometer weit. Ja, ja, vorausgesetzt, ein junges Mädel hat's ja mal geschafft. Okay, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht von ihm. Der gab bestimmt einmal einen braven Ehemann ab. Warum hat er den nicht geheiratet? Ja, weil er im Verein der unschuldigen Kindlein ist. Okay. Dürfen die nicht heiraten? Nein, nein, das ist bei denen streng verboten. Ich danke dir recht schön. Und morgen koche ich euch recht was Gutes dafür. Was soll ich denn kochen? Mir ist gleich. Mir auch. Ja, und der Juliander? Der isst das Gleiche wie mir. Also das muss ich schon sagen. Für euch ist aber recht gut gekocht. Naja, ich werde schon das Richtige finden, das euch schmeckt. Jesus, ja, Bürbele! Ja, ich bin schon. Ich kann nicht so. Ab morgen kannst du den ganzen Tag Wasser holen, gell? Und du holst drum. Aber rasieren musst du, was sonst machst du keinen guten Eindruck. Pauli? Peter? Natürlich. Selbstverständlich. Wo kommst denn du her? Ja. Aus meiner Kammer? Nein! Schau. Frisch rasiert und ohne Schnurrbart. Wegen derer da drin, hä? Wie kann man doch kein Vollbart wachsen lassen? Abtrünniger! Wieso? Ja, was darfst du jetzt sagen, wie wir zu uns rasiert hätten? Aber wir lassen uns nicht wegen einem Weib kommandieren, gell? Du, mir wollen niemanden gefallen. Ja, und in die Weiber schon gleich zwei nicht. Du würdest sie eher hinter unseren Rücken heimlich rasieren, gell? Darum haben wir das Rasiermesser nicht gefunden. Ja. So was hättest du mir das Rasiermesser gebraucht? Rasieren wollten wir uns. Au! Spielchen, du, ha! Rasieren wollten wir uns nicht, aber. Peter, seine Hühneraugen hätte ich schneiden sollen, gell? Ich kenn mich schon aus. Oh, jetzt müsst ihr schlafen, gell? Ah, der Juliander ist auch da. Ja, was sag ich denn? Frisch rasiert? Ja, und frisiert ist er auch. Mal fest schaust du aus. Gar nicht mehr zum Kennen. Ja, mei. Ja, so muss ein Mann ausschauen. Frisch rasiert und frisiert und kann so einen grausigen Schnurrbart. Na, also wenn ich mir denke, dass ich meinem Mann einen Puzzle geben muss, der so einen grausigen Schnurrbart hat. Na, also. Der deinige ist noch greislicher wie der meinige. Jetzt, wenn ich die Madeln im Dorf drunten sehen könnten, dann meine ich jetzt bald eine Hochzeiterin. Ja, mir pressiert's gar nicht so mit dem Heiraten. Okay. Wenn einmal die richtige kommt, glaube ich, bist du keiner von den Langsamen. Geh, macht's einmal ein Licht. Ein Licht, du Freund! Einmal anzünden, Lambda. Siehst du, bald der Ring, der will auch da anzünden. Man wollte schon längst einmal ein Licht machen. Man sieht ja schon gar nicht mehr, was man redet. Jetzt schlaft er. Ich lege ihn gleich ins Bett, gell? Und ich werde mich dann auch niederlegen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja. Ja. Gehen wir auch schlafen. Von mir aus. Mir ist gleich. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Peter! Herrschaftszeit, was bedeutet der Schreck? Was möchtest denn? Reden möchte ich mit euch wegen der nahen Dirn. Ja, was passt denn jetzt schon wieder nicht an ihr? Nein, ich meine allerweil. Mit dem Mädel habt ihr gar keinen schlechten Fang gemacht. Ja, die ist fleißig und arbeiten kann die. Ja, ja, die hätte das richtige Zeug für eine Bäuerin. Ja, für eine Haushälterin meinst du? Eine Bäuerin kommt bei uns nicht in Frage. Ja, wieso nicht? Das Mädel ist bei uns als Kindsmarkt eingestellt und das bleibt's auch. Aber das Mädel ist jung und sauber. Und es kann doch leicht sein, dass sie einer von euch drei in sie verkaufen hat. Ja, wir mir schon die Bauzeit, okay, das ist das zum Lachen, ne? Lachen! Ha, ha, ha! Also, ich hab noch nie viel gehalten von den Weiberleid. Aber dem meine ich, das ist nicht unrecht. Die versteht's? Ja, mir kann ja gar nicht besser sein. Geh, Peter. Gute Nacht. Gute Nacht, Peter. Gute Nacht. Schau, mir war alles recht an dem Madel, aber ich fürcht, dass bald im Dorf drunter gerät gehen wird. Und drum meine ich,
was das Gescheiteste? Wir gehen ins Bett. Also, gute Nacht. Gute Nacht, Pauli. Gute Nacht. Schau, Juliander, du und die Marilyn, ihr gebt ein schönes Ball ab. Ich möchte nicht haben, dass du dein Leben auch so einsam da herum verbringst, als wie der Peter und der Pauli. Veronika, ich kenn dich ja gar nicht mehr. Schau, mit mir kann's einmal schneid's End gehen. Und wenn's dann schon eine Hauserin braucht, ja, dann könnt's keine bessere nicht finden, als wie das Mädel da drinnen. Was meinst jetzt du, Juliander, hm? Wir gehen jetzt ins Bett. Gute Nacht, Veronika. Gute Nacht. Oh, wie man's nicht denkt hab. Oh, wie man's nicht denkt hab. Alle drei sind sich in das Mädel schon verliebt. Und keiner will's eingestehen. Ja, ja. Der gute Rat vom Herrn Pfarrer, der war nicht schlecht. Der war gar nicht schlecht. Ich hab ein Gefühl und auf mein Gefühl, da kann ich mich verlassen. Ich hab die drei noch nie so verändert gesehen, seitdem dass du da bist. Deswegen brauchst du doch noch lange nicht verliebt sein. Gell, lern du mir die Mannsbude kennen. Ich war doch auch einmal jung und schön. Ja, das weiß ich aus Erfahrung. Von den drei denkt doch keiner ans Heiraten. Sie haben sich ja gegenseitig versprochen, dass keiner heiratet. Ja, ja, und wenn's die alle drei heiraten konnten, dann darfst du das Versprechen nicht mehr halten. Du weißt ja gar nicht einmal, ob ich überhaupt einen mag von den drei. Oh, jetzt bist du ein paar Wochen bei uns und ich sag das Pfeil gerade ins Gesicht. Du bist in einen von den drei verliebt. Und ich meine, Namen, den brauche ich dir nicht sagen. Ach gut, Wenner, es nutzt ja alles nichts. Was? Ach nix. Ich weiß nicht, jetzt mag er nichts mehr. Er macht nichts, dann ist sie zusammen, gell? Sag einmal, hat der Juliander noch gar nichts dergleichen da, dass er dich auch gern hat? Er redet ja nichts. Ja, und rausschneiden konnte sie ihm doch auch nicht. Ja, das war immer schon ein Stader. Aber ein sehens guter Bursch. Und genauso brav wie sein Vater. Er weiß, dass er nicht heiraten kann wegen seiner zwei Brüder. Und so hat's keinen Wert. Ja, aber wenn der Seligkeit dran hängt, Marilyn. Oh, mei, Veronika. Gut, dann wär ich einmal mit dem Buben gemacht worden drin. Ja, aber mich lasst aus dem Spiel. Denkt er, der Juliander sollte heiraten. Der ist nur jung. Und ich möchte nicht haben, dass er sich auch so einsam da herum verbringt, als wie der Peter und der Pauli. Ich darf ihm das Leben so schön machen, wenn er nur ein Wort reden darf. Ja, was, Marilyn? Das sind drei Eisbären. Zu denen müssen schon die Weiberleute kommen. Na, das kann ich nicht. Alles kommen, wenn sie dann das geht und wenn es sein muss. Ach, es ist halt ein Kreuz. Ja, es ist ein Kreuz, wenn er der Herrgott's Mal nur zum Essen gegeben hat. Also, Marilyn. Wenn ich der Juliander war, dann müsstest du schon längst mir kehren, ob es meine Brüder recht war oder nicht. Was, Marilyn? Die Mannsbrüder sind Deppen. Und wir Weiber sind dazu da, dass wir ihnen den Apfel zum Fressen hinhalten. Du hast gleich drin, Veronika. Grüß dich, Gott, Marilyn. Ja, grüß dich, Gott, Peter. Seid schon fertig? Ja. Das ist aber schnell gegangen. Ja, wir haben es gleich richtig hingelangt. Ich hab da was mitgebracht. Mein Dank dir recht schön. Die muss ich gleich ins Wasser stellen. Ja. So, dann. Seid's mit, gell? Na ja, es geht schon. So. Grüß dich, Marilyn.
Grüß dich, Gott, Pauli. Gott. Ihr wart aber heute schon fleißig. Ja, du scheinbar auch, weil es schon so sauber ist, da drin, gell? Ja, mein. Ja. Es ist ja auch ein schöner Tag. Und da freut uns Arbeiten gleich viel mehr. Ja, schau her. Was ich da mitgebracht hab. Du auch? Ja. Wer noch? Der Peter. Der Peter. Danke recht schön. Das ist wirklich nett von dir. Geh wieder. An alten Menschen durchs Rasten gut. Ja, dann setz dich nur du gleich hin. Ja. Lasst Blumen sprechen. Nimm die selber bei der Nase. Du hättest eigentlich ein Gärtner werden sollen, weil du gar nicht so auf die Blumen verstehst. Pauli? Peter? Natürlich. Selbstverständlich. So, jetzt riecht euch eine Kleinigkeit zum Essen hier, gell? Ja, haben keinen Hunger. Mhm. Grüß dich, Gott, Marilyn. Grüß dich, Gott, Juliander. Weil du bist halt allerweil der erste hinaus und der letzte Reihe. Da, ich hab da was mitgebracht. Mei, das freut mich aber jetzt schon narrisch. Danke schön, Juliander. Bitte schön. Gern geschenk. Also, die sind wirklich besonders schön. Die sind von der gleichen Wiesen als wir. Natürlich genauso schön. Gell, Peter? Natürlich. Selbstverständlich. Tja, für heute hätten wir es wieder. Mhm. Und ich hole euch jetzt einen Krug Wein aus dem Keller. Den habt ihr euch halt verdient. Wir haben keinen Durst. Nix da. Wer arbeitet, muss auch essen und trinken. Ja. Keinen Widerspruch. Wo ich recht hab, hab ich recht. Da riecht's nach Pantoffeln. Mhm. Aber nach keinem Hölzern. Sondern nach einem samtweichen. Das hast du jetzt schön gesagt. Du hast es ja gar nicht so schön rausgebracht. Also jetzt gefreut's dann wenigstens, wenn man heimkommt. Das glaube ich. Das glaube ich, dass dich freut, ja. Ja, gefreut's dich nicht? Schon, aber nicht so als wie die. Jetzt ist gerade so, als wo die Mutter noch gelebt hat. Mhm. Genau so. Ja. So, schaut's her. Da habt ihr jetzt einen Wein. Und ihr lasst euch jetzt recht gut schmecken. Und ich gehe mit dem Kleinen ein bisschen im Garten aus, damit da die frische Luft kommt. Schön, gell? Ich mag keinen. Da. Ja, also nächstes Jahr werden wir uns gleich mal ein paar Zentner Blumen zusammenstellen, gell? Pauli? Peter? Also okay. Heuer haben wir ein Jahr mit dem Himmel zufrieden sein. Ich glaube, das Bierwald hat uns ein Glück ins Haus gebracht. Was? Ja, ihr seid schon da? Mhm. Geh weiter, Veronika, und trink ein Glas mit. Das wird der gewiss nicht schon. Nein, nein, gewiss nicht, gewiss nicht. Ja, das ist aber geschwind gegangen heute. Ja, wir haben auch dichtig hingelangt. Also nachher. Also. Prost! Prost! Herein. Grüß Gott, mein Hand. Jetzt ist der Ander. Ja, der Ander. Und die Ander. Komm, lass dich anschauen. Na, du nicht um mich kommen. Ich weiß schon selber, was ich zu tun hab. Grüß euch Gott beieinander. Grüß Gott. Ja, was möchtest du mit dir da? Über das reden wir später. Jetzt schaut es euch erst einmal an. Und dann denkt an das schöne Bibelwort. Und da gingen ihnen die Augen auf. Ja, da kannst du recht haben. Ja, ja. Also komm, hoch dir her. Da. Ja, wer kommt denn überhaupt zu uns darauf? Oh, wir sind so beim Spazierengehen, sind wir zufällig darauf gekommen. Da schau her zum Spazieren. Beim, am heiligsten Wertag tust du dich so schön anziehen beim Spazierengehen. Ich zieh mir alle Weiche an, nicht bloß zum Spazierengehen. Ja, der da unterwischt, sollst du mal sehen, mal danach. Alles spitze, spitze, spitze. Halt dein Mai! Ja, aber da hättest du euch einen anderen Weg raussuchen können zum Spazierengehen, als wir auch gerade zu uns rauf. Haben bei euch die Dienstboten auch was zum Reden? Wieso? Ich mein nur. Bei mir gibt's das nicht. Ist ja ganz scharfe, die Haslöcher. Du sollst dein Mai halten. Gut, dann machst du den Heiratsantrag auch selber. Was? Dann möchtest du heiraten? Tja, warum denn nicht? Allein ist im Himmel nicht schön. Und wenn grad der Richtige kommen hat? Ja.
Aber du wärst ja nicht sagen wollen, dass du von uns drei einen heiraten willst. Ja, das kommt ganz drauf an, wenn wir uns einig werden. Besondere Ansprüche stehe ich ja nicht. Auch drum hast du so schön angezogen zum Spazieren gehen. Das ist meine Sache. Die reiche Haslocherin macht, was sie will. Von mir aus schon. Von uns aus auch. Du Haslocherin, wie lang ist jetzt eigentlich dein Mann schon tot? 5 Jahre. Der wäre froh sein. Wieso? Ich meine nur wegen die heutigen schlechten Zeiten, nicht? Also, was ist jetzt? Hat keiner Lust auf die Haslocherin? So eine Bayerin, die findet ihr so schnell nicht mehr. Und in 14 Tagen schaut der Hof ganz anders aus, gell, Haslocherin? Dafür darf ich schon sorgen. Was läuft jetzt vor mir alle davor? Wir schauen uns die Geschichte von der Weiden an. Freundlich seid ihr drei, das muss ich schon sagen. Das musst du nicht übel nehmen, das liegt sie mit der Zeit. Du sollst jetzt einmal dein Mai halten. Naja, also, besonders sauber ist er gerade nicht, da Herrin. Ah, bei uns. Man sieht schon, dass er durch die Gebeine fällt. Bei uns ist noch niemand dem Dreck erstickt. Uns ist sauber nur. Von den Rädern kann er, die Haslocherin meint ja nur, wenn sie da die Bäuerin wäre, dann wäre alles blitzblank. Also jetzt überlegt euch das gut mit der Haslocherin. So eine Bäuerin kriegt sie in eurem ganzen Leben nicht mehr. Gesundes, reiches, ein strammes Weiberz ist und um einen Nachwuchs. Braucht man sich auch keine Sorgen machen. Danke. Haben wir nicht notwendig. Wir sind etwas Besseres gewöhnt. Ja, du, den schaut man nicht an. Bin ich dir vielleicht schlecht, ha? Ihr seid so viel froh, wenn ihr überhaupt eine Reiheit macht in einem verwahrlosten Hof. Jetzt hast du eine Geist. Es ist nicht wahr, ha? Ich bin dir nicht darauf gegangen, dass ich mir Grobheiten sagen lasse. Dann warst du halt runter bin. Muss ich mir das bieten lassen? Du hast noch einen Witz, weil du noch spazieren gehen musst. Dann musst du dumm hin, sonst kommst du in die Nacht rein, gell? Soll das vielleicht heißen, ich soll gehen? Spazieren gehen, hab ich gesagt. So was Unverschämtes ist überhaupt nicht vorgekommen. Was magst du denn da, du so eine Sprich? Ich lass extra die ganze Arbeit im Stich, aber das sag ich dir. Mit sowas gibst du mir nicht mehr daher, gell? Du gehst vielleicht einen Sonntag zu uns rauf, die Kinder. Da waren wir gar nicht dran wegen, gell? Ach, ihr habt Besuch? Grüß Gott beinand. Ah, was ist jetzt das für eine? Das ist unsere neue Dirn, wenn du nichts dagegen hast. Jetzt wird mir klar, warum er mich da herum so behandelt. Drum hat der da gesagt, wir seien was Besseres gewohnt. Freilich. Ein Junge macht das freilich was Besseres und Bequemeres als bei der Bayerin. Den kann man zum Teufel haben, wenn es nicht mehr passt. Du hast doch nicht so ausgeschampt daherreden. Ich verbiete uns. Ja, wer hat seine 3 Fuß zum Verbieten haben? Das merkt doch ein Blinde, dass die Sache da nicht sauber ist. Jetzt schaust du aber, dass du rauskommst. Ja, das tue ich schon. Na, muss ich rindvieh 4 Stunden rauflaufen, dass ich mir die Tür weisen lasse? Dankt euch am Herrgott, dass ich da herum nicht bei ihm bin. Lieber Gott, wir danken dir. Euch 3 Deppen hätte ich ja sowieso keine Nummer. Und wenn jeder vergoldet gewesen wäre. Du schaust, dass meine Kimmst, gell? Ich bin froh, wenn ich von Ihnen da herinkomme und sieh, und mit dir in den Nutzen geht es nicht, und sprich, Manu, schau nach deiner Kitzel, also, was sagt's jetzt da? Und da gingen ihnen die Augen auf. Mei, da ist halt unser Marlin ganz andere. Ja, das wissen wir schon selber. Aber ich fürchte, dass im Dorf bald ein Gret geben wird. Wieso? Ja, das ist ein sauberes Mädel. Ihr seid 3 ledige Mannsbüder. Das gibt zu allerhand Redereien Anlass. Habt ihr doch das Gesicht von der Haslocherin gerade gesehen? Ja, dürfen ich aber nichts hören davon. Der trägt die kleinen Krummen. Wir leben da herum in Zucht und Ehren. Das glauben aber die meisten nicht.
Und das braucht's alles nicht, wenn's ihr nur ein bisschen Vernunft annehmen tat's. Wieso eine Vernunft? Buben, ich sag euch das eine. Heirat das Mädel. Wir alle drei? Nein! Einer von euch drei! Ja, wie kommst du jetzt auf die Idee? Du, jetzt leben wir schon so lang ledig und auf einmal sollen wir heiraten. Wir sind ja gar nicht mehr vorbereitet. Ah, so kannst du nicht weiterhausen. Schau, es war ja nur ein guter Rat von mir. Und ich glaub, dass er genauso gut war, als wie ein Herrn Pfarrer, der seinige, der euch das Mädel da ins Haus geschickt hat. Herrgott, sind ja das drei Hochstecker. Ja, was sagst du jetzt da? Was sollen wir da schon sagen? Ja, vielleicht hat die Veronika gar nicht mal so Unrecht. Ja, aber alle drei können wir doch das Mädel nicht heiraten. Also, das müsst ihr zwei ausmachen. Ich bin der Jüngste. Also, schön. Ihr drückt sie natürlich wieder, gell? Mhm. Was, bloß, Peter? Heirat du, ich mach dir einen Trauzeugen. Den konnte ich auch machen. Ja, ich heirate nicht. Also, was ist jetzt, Pauli? Wollen wir jetzt heiraten oder wollen wir nicht heiraten? Pauli heiraten wir. Wer? Du? Wieso denn ich? Weil es so besser ist. Nein. Weißt du was, Pauli? Das werden wir jetzt auskarteln. Was soll man das auskarteln? Auskarteln. Ah, ich bin nicht was da hast. Pauli, die Herzass muss heiraten. Das ist gut, dann brauche ich nicht heiraten. Nein. Der, wo die Herzass kriegt, der muss heiraten. Weißt du auch, in welcher Gefahr wir uns da befinden? Da hat sie überhaupt keine Gefahr, nicht. Jetzt heben wir mal ab da. Also gut, jetzt so, jetzt geh her. Jetzt pass auf. Jetzt. Also, eins, zwei. Eins, zwei. Ha, ha, ha. Da ist die Herzass, meine Gratulation. Naja, aber es hätte dich genauso treffen können, gell? Ja, ich hätte es mich treffen können. Aber mir ist lieber, dass es dich getroffen hat, gell? Ja, schon, aber, aber ob halt mich die Marilyn überhaupt mag? Das war jetzt die einzige Möglichkeit, dass du noch ledig bleiben kannst. Ja, du musst es halt einmal fragen. Wie macht man denn mach das? Gott, wie macht man das? Da gehst du hin und sagst, du möchtest heiraten. Gehen wir miteinander hin. Gut, gehen wir miteinander. Geteilter Schmerz ist halber Schmerz. Ja. Oh, ist schon da unsere Hochzeiterin? Was, Hochzeiterin? Ja, was die Geschichte ist, wie so. Was denn für eine Geschichte? Ja, die Geschichte, wo ich jetzt erzähle, also ist sie. Ja, heiratest du oder heirat ich? Ja, ich? Ja, dann geht er hin und sagt er es auch selber. Ja, nicht? Aber die einführenden Worte kannst du besser reden. Ja, was ist denn jetzt mit der Geschichte? Ja, es ist so. Also, du gefällst dem Juliander und mir so gut, dass wir beschlossen haben, dass dich der Peter heirat. Was? Heirat? Mhm. Da, nimm du die Herzass, ich schenk das! Feigling! Hochzeiterin Herzass? Ja, was habt ihr denn jetzt vor? Ja, was, Mädel, das ist ja so. Ja, wir haben dich halt so gern, dass wir dich gar nicht mehr hergeben wollen und darum haben wir dich ausgekartet. Also, wer die Herzass kriegt, der darf dich heiraten, nicht? Und Peter hat's jetzt erwischt und jetzt hat er halt gemeint, wenn du ihm nicht wehen darfst, ob es vielleicht so gut sei, darfst und darfst. Mich, Harald. Siehst, Pauli, wenn ich nicht gewiss wissen darf, dass das ehrliche Absichten sind, dann darf ich mich jetzt ärgern. Ja, man kann doch nicht einfach ein Mädel auslosen wie ein Lotteriegewinn. Ja, sind halt ein bisschen schüchtern, ne? Ja, das weiß ich schon. Und darum bin ich euch auch nicht böse. Jetzt pass auf, Pauli. Nix, du brauchst uns nicht heiraten, wenn du's nicht magst. Ich will mir die Sache noch überlegen und dann sag ich euch Bescheid. Ja, aber lass uns nicht zu lang warten, gell? Pauli, du sollst zum Peter den Stein ausgeben. Der kann das Resultat schon gar nicht mehr abwarten, aber dem verzeih ich jetzt was. Na, pass auf, was ich dem jetzt verzeiht habe. So. Du, Juliander, weißt du das Neueste schon? Nein. Deine zwei Brüder wollen mich heiraten. Das hab ich mir gedacht. Ja, denk doch nur grad, ausgelost haben sie mich. So. Warum hast denn du bei dem Losgespiel nicht mit? Die haben mir nichts gesagt davon. Wenn's du aber jetzt mit du hättest und dich hätte das Los getroffen, hättest du mich dann geheiratet? Ja. Hättest du mich gern geheiratet? Ja. Und wenn dich das Los nicht getroffen hätte, dann hättest du mich nicht geheiratet? Nein. Was soll ich denn jetzt machen, wenn der Bär oder der Pauli drauf bestehen, dass sie mich heiraten? Hey, das ist deine Sache, Marilyn. Mein Gott, warst denn du nicht eifersüchtig auf deinen Bruder? Wenn er glücklich war, gewiss nicht. Was denn, Marilyn? Nix.
Teller ist mir runtergefallen. Das macht nichts. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Leander? Ja? Wenn du nur gerade du einer von deinen Brüdern warst. Das bin ich ja. Die ausgelost haben, meine ich. Warum? Weil es mir lieber wäre. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ja, das weiß ich schon. Und darum ist es auch gescheiter, wir reden nicht mehr über die Geschichte. Leid tat's mir nur, wenn ich bei euch aus dem Dienst gemisst. Wieso sollst du bei uns aus dem Dienst gemessen? Vielleicht wegen deinen zwei Brüder? Nein, das glaube ich nicht. Und wen? Da hätte ich schon noch ein Wörtel zum Mitreden. Was, du? Ja, ich bin auch Bauer und hab das gleiche Recht wie Sie. Zum Heiraten? Na, zum Reden. Glaubst du, dass ich wegen deiner da bleiben darf? Na, das glaube ich nicht. Aber wegen mir brauchst du nicht fortgehen. Ich schicke dich nicht weg. Was hast du denn, Marilyn? Nix. Ja, dann. Dann geh halt wieder. War nicht gerade der Juliander da? Ja. Ja und, Marilyn, was ist? Ach, geh. Gerade die Verkehrten wollen mich heiraten. Ja, und der Juliander? Ach, der. Du kannst dich aufs Folter spannen, dann redet er auch nicht. Jesus, Jesus, ist das ein Kreuz mit dem Buben. Dabei ist er verliebt in dich, dass er gar nicht mehr gerade ausschauen kann. Musst haben du ein bisschen Lärm an den Tank geht? Ich hab's ihm doch schon ins Maul reingestrichen. Und wenn er ein bisschen gescheit gewesen wäre, dann hätte er es merken müssen. Ein Wort, wie er nur gesagt hätte. Aber er hat gerade so da, als ob ihm gar nichts an mir liegt. Das sind die Folgen der jahrelangen Enthaltsamkeit. Bis jetzt ist er mit keinem Mädel nicht zusammengekommen. Und jetzt, wenn er ohne Sicht, dann ist er verdeppert. Und steht da, als würde er nicht bis 5 sein kann. Schau mal, du ihm ein bisschen zählen. Na, Mädel, na. Da musst du nicht schämen. Der Juliander ist eins von den Mannsbüdern, den man erst rauskitzeln muss aus dem Loch. Was so, wie ein Grillen rauskitzeln. Und ich, Madel, ich darf ihn rauskitzeln. Ja, ja, aber wir denn, Veronika? Ja, wir. Das, wenn ich wisst. Wir. Ja, wir. Natürlich so ganz. Madel, komm her. Komm. Siehst du den Wein da? Ja, warum? Das ist jetzt dein 14. Nothelfer. Das verstehe ich nicht. Pass auf, wenn es der Juliander kommt und ich werde dafür sorgen, dass er kommt, dann trinkst du mit ihm ein paar Viertel Wein. Und der Wein, der löst die Zunge und. Ja, und was noch fein ist, musst du selber machen. Ja, aber ich kann doch nicht schon wieder anfangen davon. Wenn es sich um dein Glück handelt, dann kannst du dein Maul schon aufmachen. Brauchst du es ja ihm nicht direkt sagen, sondern so von hinten rum, so halt. Schau mal her. Das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn er da nicht einschnackelt. Meine Veronika, du glaubst ja gar nicht, wie glücklich das ich war. Ich treib dir jetzt den Juliander zu, gell? Ja. Und Madel, nur Mut. Das mal muss schnackeln. Weißt, das Glück ist ein Vogel. Und jetzt darfst du nicht mehr auslassen. Mit dem Mannsbruder ist ein Kreuz. So leicht kann man es entbehren, wenn man es nicht so notwendig brauchen darf. Marilyn, du, da bring ich dir einen Kloner. Veronika meint, dass sie draußen zu kühl wird. Ja. Danke dir recht schön. Geh, setz dich halt ein bisschen her. Oder hast du noch was zum Tor? Nein, ich bin schon fertig mit meiner Arbeit. Ja. Magst du ein Glas Wein trinken? Warum nicht? Prost. Oh, also du trinkst aber wenig. Ich glaube nicht, dass du das Glasl auf einen Zug austrinken kannst. Da ist ja nichts dabei. Geh, mach's einmal. Da? Ja, wirklich. Also das hätte ich mir jetzt nicht gedacht von dir. Wie machst denn du das? Ach so? Da? Hast du das gesehen? Ja, weißt du was? Jetzt trinken wir mal miteinander. Ob ich das auch fertig bringe. Prost! Prost! Ist das auch ein bisschen zu viel, gell? Ja, ich glaube, ich trinke lieber wieder langsamer. Aber du kannst zwei schon schnell trinken, gell? Mir pressiert es auch nicht so.
Du, Juliander, darf ich mal ein bisschen neugierig sein? Warum nicht? Die Veronika hat mir gesagt, dass du verliebt bist. Ist das wahr? Trink nur mal, Juliander. Warum? Mei, weil du dann so einen schönen Zug hast. Ist es wahr, dass du verliebt bist? Ja. In wen denn? Oh, das ist aber auch ein bisschen zu neugierig. Aber geh, warum sagst du mir's denn nicht, Juliander? Weil... Trink nur mal, bitteschön. Also, wer ist jetzt das Mädel, in die du verliebt bist? Das sag ich nicht. Darf ich's erraten? Das erratst du nicht. Doch, doch, wirst das sehen. Mein Gott, ist das schwer. Weißt du was, Juliander? Jetzt machen wir ein Spiel. Was denn für ein Spiel? Ja, das heißt, was darfst jetzt du machen, wenn... Ah, ist das blinde Kuh? Ja, sowas ähnliches. Und was muss ich da? Nur blind sein. Jetzt nimm mal an, du bist ein ganz ein schüchterner, verschämter junger Mann. Wieso? Nein, ich sag ja nur so. Also ein ganz ein schüchterner Mann, der sich immer einbildet hat, er wäre ein Weiberfeind. Und der nie eine Liebste gehabt hat. Hörst mir auch gut zu, dass du mich verstehst. Freilich höre ich zu. Also, ich hab's natürlich in dem Spiel viel schwerer wie du. Weil ich muss ein ganz unverschämtes Mädel spielen, das ganz fürchterlich in den Schüchternen, ja weißt du, wo ich dir gerade erzählt hab, verliebt ist. Jetzt schleicht sich das freche Mädel hinter den schüchternen Weiberfeind. Wie es ich jetzt mach, hebt ihm die Augen zu, wie es ich jetzt mach, und streicht ihm ganz sanft übers Haar. Wie es ich jetzt mach, und gibt ihm ein Bussel, wie es ich jetzt mach. Und fragt ihn, was darfst jetzt du sagen, wenn ich... Was? Wenn ich sagen darf, ich hab dich so fürchterlich gern, von ganzem Herzen. Das ist ein schönes Spui. Das ist doch kein Spui, du dummer Kerl. Das ist doch die reine Wahrheit. Marilyn, ich... Trink noch mal, Juliander. Ich hab dich doch auch so gern, dass ich's da gar nicht sagen kann. Gott sei Dank, jetzt ist heraus. Das eine Wort, das uns bald um unser Glück gebracht hat. Marilyn! Juliander! Schon wieder leid. Ah! Hey, der Marilyn! Was ist? Schau her! Der Juliander frisst uns im Anlauf. Ihr seid uns nicht besser. Ganz im Gegenteil, ne? Pass auf, ich geh mit der Marilyn fort von da und verzichte auf mein Erbteil. Und jetzt wo ihr könnt am Hof behalten. Was redst denn du? Dass du ledig oder verheiratet bist, deswegen kannst du ruhig da bleiben bei uns, gell, Peter? Natürlich. Selbstverständlich. Wirklich? Ja, bei uns wird alles brüderlich geteilt. Ja. Also dafür muss ich euch jetzt ein Puzzle geben. Und du, Peter, kriegst auch eins. Das Money wird unser erstes und unser letztes Puzzle gewesen sein. Das kann leicht sein. Dem Juliander bin ich eine gute Frau und euch zwei bin ich eine recht gute Bäuerin. Ist euch so recht? Sind wir eigentlich ganz billig zu einer Bäuerin gekommen, gell? Hat aber recht gefährlich hergeschaut. Ja. Was ein Herr Juliander. Da hast du dich Herz aus. Zu dir passt sie wirklich besser. Weißt du was, Marilyn? Geh mal in den Garten aus. Ich hab den Wein ein bisschen schnell reingetrunken. Ja, kann schon sein. Ja, was ist, Marilyn? Hat mein Medizin geholfen? Geholfen hat's. Aber schwer ist gegangen. Komm, Juliander. Ja, dem Mann spielt das am Bären. Und wir Weiber sind dazu da, dass wir ihnen das Tanzen beibringen. Waren es mir zwei in die Marilyn auch verliebt? Natürlich, selbstverständlich. Applaus
Thank you.